Hallo und willkommen zum Collection Registry Tutorial. Die Daria Collection Registry ist ein Online-Register von Sammlungen, die für die Geisteswissenschaften interessant sind. Es handelt sich nicht um einen Speicherort für Sammlungen, sondern um ein zentrales Verzeichnis, von dem aus die Sammlungen auffindbar sind. Um eine optimale Auffindbarkeit dieser Sammlungen zu gewährleisten, müssen diese inhaltlich beschrieben werden. Die Beschreibung der Sammlung geschieht über denjenigen, der die Sammlung in die Collection Registry einträgt. Wenn jemand eine Sammlung hinzufügt, hat er also die Möglichkeit, seinem Eintrag aussagekräftige Metadaten hinzuzufügen. Es besteht also die Möglichkeit, über die Suche nach einem bestimmten Schlagwort Sammlungen zu finden, in deren Beschreibung dieses Schlagwort beinhaltet ist. Ich klicke also auf Kriterium hinzufügen und kann unter der Kategorie Subject mein Suchwort Linguistics einfügen. Und schon findet die Collection Registry die Sammlungen, die mit dem Thema Linguistics zu tun haben. Denken wir nochmal über das Suchwort nach. Was, wenn es Sammlungen gäbe, die auch mit Linguistik zu tun haben, aber nicht über das Schlagwort Linguistics auffindbar sind, weil sie vielleicht mit einem anderen Wort beschrieben wurden? Es ist klar, dass eine gewisse Übereinstimmung zwischen dem Suchenden und dem Erzeuger der Metadaten vorhanden sein muss. Zu diesem Zweck gibt es Normdateien. Die Normdateien sind ein Versuch, eine offizielle Terminologie für bestimmte Felder und Themen einzuführen. Man könnte sagen, es ist ein Standard für die Verwendung von Schlagwörtern. Der Gebrauch von Normdateien soll auch die Arbeit mit der Collection Registry verbessern. Beim Hinzufügen von Metadaten ist es also sehr ratsam, sich einer solchen Normdatei zu bedienen. Davor sollte man sich mit ihr vertraut machen, und zwar am besten auf der offiziellen Homepage, wie zum Beispiel hier die Seite der gemeinsamen Normdatei von der Deutschen Nationalbibliothek. Als nächstes soll das Hinzufügen eines Schlagworts als Beispiel dienen. Um ein Schlagwort hinzuzufügen, muss man bei der Collection Registry angemeldet sein und hier lege ich eine neue Sammlung an. Drücke ein paar Mal auf Weiter und hier finde ich den Button Schlagwort hinzufügen. Hier wähle ich Dewey aus und klicke erneut auf Weiter. Und hier gelange ich in die Baumstrukturansicht der ausgewählten Normdateien. Ich habe also ein Schlagwort ausgesucht und hinzugefügt. Und als nächstes kann ich auch ein weiteres hinzufügen. Wie vorhin, genau die gleiche Prozedur. So kommen immer mehr Schlagwörter hinzu und am Ende habe ich eine sehr umfassende Beschreibung meiner Sammlung, die zusätzlich dazu noch ausgezeichnet auffindbar ist. Sollte ich mich später umentscheiden oder gemerkt haben, dass manche Schlagwörter nicht genau zutreffen, dann kann ich sie auch wieder entfernen. Und würde ich hier auf Beenden drücken, dann hätte ich die Möglichkeit, die Sammlung so zu speichern. Da dies nur zu Vorführungszwecken geschieht, muss ich das aber nicht machen. Viele Schlagworte lassen sich in Normdateien finden. Was, wenn ich aber zum Beispiel ein Datum eingeben möchte? Ein Datum kann man nicht standardisieren, außer in der Form, wie es geschrieben wird. Um auch solche Daten zu standardisieren, gibt es bei der Collection Registry eine Autokorrekturfunktion. Hier sieht man, dass ich darauf hingewiesen werde, wenn ich das Datumformat falsch eingebe und ich werde darüber benachrichtigt, wie es richtig gemacht wird. Auf diese Weise sind auch solche Daten standardisiert und damit besser auffindbar.